Sehr geehrter Herr Dr. Braun, sehr geehrte Frau Schmidt, wir akzeptieren die Tatsache, dass wir einen ganzen Samstag für all das, was wir falsch gemacht haben, nachsitzen mussten. Was wir gemacht haben, war verkehrt. Aber wir halten Sie für verrückt, wenn Sie uns einen Aufsatz schreiben lassen, darüber, wer wir sind. Was interessiert Sie das? Sie sehen uns so, wie Sie uns sehen wollen. In einfachen Worten, Sie sehen in uns einen besserwisserischen Schlaukopf, einen fehlgelenkten Athleten, eine ausgeflippte, eine eitle Prinzessin, einen Punk, einen asozialen Russen und einen Freak. Stimmt das so? Es ist jetzt 8.06 Uhr. Ihr habt genau 7 Stunden und 54 Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, warum ihr hier seid. Um über eure Irrtümer nachzudenken. Hinter dieser Tür werde ich sitzen und Aufsicht führen. Mit in meinem Blödsinn seid ihr schlecht beraten. Noch Fragen? Ey, Scheiße! Was ist, wenn einer von uns mal pissen muss? Oh, bitte! Jetzt bin da! Da muss man halt eben. Ja, Mann, lass laufen. Hol ihn raus, du bist tot, bevor der erste Tropfen auf den Boden fällt. Du bist wirklich sexy, wenn du böse bist. Das wäre ganz wichtig zu wissen, denn wenn irgendwelche Ähnlichkeiten hier auftreten, dann ist das absolut nicht gewollt.